Einen wunderschönen guten Tag und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Parkbewertungsvideo. Und einige von euch haben wieder einen Park bei mir eingeschickt und einen von diesen Parks werde ich bewerten. Und zwar heute kommt dran der Park von Hot Ich und der Park heißt, ein Moment, der Park heißt Hot Ich 2009 JWE. Ist jetzt nicht der kreativste Name, aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Aber falls ihr irgendwie einen Themenpark oder Mottopark habt, dann nennt ihn am besten nach diesem Thema oder Motto, damit man gleich weiß, was Sache ist. Aber Hot Ich hat ihn jetzt einfach mal selbst verliebt nach sich selber benannt. Ist ja an sich auch nicht schlimm. Und er hat es mir per E-Mail geschickt. Die E-Mail ist unten in der Videobeschreibung, falls ihr mir auch mal einen Park zukommen lassen wollt. Oder halt per Discord. Ihr könnt das Ganze auch hochladen und mir den Link in Discord dann schicken. Der Link ist auch in der Videobeschreibung zum Discord. Und Hot Ich hat noch ein paar Sachen dazu geschrieben. Nämlich, hallo Dandy. Hier ist mein Park und es würde mich sehr freuen, wenn du ihn bewertest und davon vielleicht ein Video machst. Mache ich gerade. Ich hoffe, du freust dich drüber. Habe nicht alles freigeschaltet, nur zur Info. Das ist ja gar kein Problem. Ich habe ja sozusagen alles und das sollte eigentlich nicht zu Fehlern führen. Ich habe das Ganze auch schon einmal ausgeführt. Die Datei öffnet sich. Aber ich habe mich mal wieder nicht umgeschaut. Also ich habe jetzt gleich beim Laden natürlich eine automatische Speicherdatei. Aber ich habe mich noch nicht umgeguckt. Das werden wir gleich gemeinsam machen. Und ich würde sagen, ich habe gar nicht mehr viel zu sagen. Wir starten jetzt direkt in den Park. Kommen wir nun direkt zu dem Park. Wie ihr seht, hier ist der Park Hot Ich 2009 JWE. Ihr könnt gerne bei dem Parknamen so ein bisschen euch was ausdenken und kreativer sein. Schreibt ihr am besten dazu, wenn ihr mir den Park schickt, weil, ja, wäre schön, wenn der Park halt einen Namen hat. Ich frage euch auch immer, falls ihr es vergessen habt, also keine Sorge. Und ich würde sagen, ich lade das Ganze jetzt und dann geht es hier direkt los. Hallo? Jetzt. Dann schauen wir uns gemeinsam jetzt heute den Park von Jich 2009 JWE an. Ich freue mich ja schon darauf, wenn das Update am Dienstag kommt, wenn ihr mir dann Parks zusendet, weil dann werden die Parks natürlich nochmal um einiges schicker aussehen. Da kann man viel bessere Motto-Parks bauen und sowas mit den neuen Deko-Sachen, mit den neuen Terrain-Tools. Und darauf freue ich mich mega, weil dann werde ich sicherlich den einen oder anderen richtig, richtig geilen Park zu Gesicht zu bekommen. Oh, was mir jetzt erst auffällt, ist es Nacht. Und wir bekommen eine eingehende Übertragung, okay? Ja, das ist halt das, mit dem nicht alles freigeschaltet. Muerta Ost. Bla, 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 bla. Ja, ist für uns erstmal unwichtig. Wir bleiben auf jeden Fall hier. Und die Frage ist jetzt, erkunden wir das Ganze bei Nacht? Oh, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus so, ne? Auf den ersten Blick. Ja, ich würde sagen, wir erkunden das Ganze bei Tag. Da sieht man einfach ein bisschen mehr. Tag- und Nachtzyklus ist natürlich auch immer was Schönes. Aber ich denke, zum Erkunden des Parks ist es immer am angenehmsten, wenn es dann tagsüber ist. Der Startpunkt hier, ich weiß jetzt nicht, ob du den extra für uns festgelegt hast, aber ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall zu dem Eingangsbereich. Der müsste ja hier hinten sein und starten wieder wie gewohnt hier vorne am Eingangsbereich. Heißt Ankunftsort 1, also hast du keinen Namen gegeben. Ich weiß gar nicht, du hast nicht dazu geschrieben, was du alles benannt hast und so. Wir werden halt uns so ein bisschen grob umschauen, ob du hier ein paar Sachen benannt hast oder nicht. Aber ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange. Fangen jetzt hier an zu erkunden und dann geht es hier auch direkt los. Du baust erstmal einen grauen Weg nach vorne und dann wird hier schon ordentlich unterteilt in Wegfarben. Scheint mir so, als wenn die grauen Wege für Industriesachen sind. Was ist mit diesen hellgrauen? Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wenn ich ehrlich bin, wie hier die Untergrenzung ist. Ich meine, sowas zähle ich zum Beispiel auch zu Industrie. Aber irgendwie hast du hier alle drei Wegfarben gemacht. Keine Ahnung, ob du dir dabei was gedacht hast oder ob das einfach random ist. Ich muss sagen, hier dieser Übergang, den hättest du vielleicht ein wenig... Ja, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, ne? So ein bisschen zusammengeschustert. Vielleicht hättest du das so ein bisschen, ja, in einer schöneren Form verpacken können oder so. Ich weiß auch nicht, ob nicht drei Wegfarben zu viel sind. Keine Ahnung. Sei bitte nicht böse, wenn ich jetzt viel kritisiere. Du weißt, wie pingelig ich bin. Ist wahrscheinlich für andere nur eine Kleinigkeit. Aber ist halt nur eine Anmerkung von mir. Also ich glaube, drei Wegfarben, das muss man schon sehr, sehr geschickt machen. Und hier sieht das halt echt so ein bisschen zusammengekleistert aus. Aber ich will mich jetzt hier gar nicht so lange drin aufhalten. Also hier vorne hast du eine schöne Abgrenzung gebaut. Hier ist sogar so eine Kurve drin. Hat die einen Sinn? Oh, keine Ahnung. Ich will jetzt auch gar nicht so kleinlich sein hier. Weil nicht jeder baut so kleinlich wie ich. Auf jeden Fall, hier hast du schön abgegrenzt mit einer Mauer den Industriebereich. Wobei, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Also hier ist ja Industrie. Ranger-Station. Oh, das ist sogar zwei. Okay. ACU-Zentrum, Forschungszentrum, Fossilienzentrum. Ich finde sogar, diese beiden Sachen sind zwar auch für Besucher hier, das Forschungszentrum und das Fossilienzentrum.
Aber ich finde es sogar fein, wenn man das ins Industriegelände macht, weil ich denke, für die Besucher ist dieser Industriebereich auch relativ interessant. Und diese beiden Zentren, da können die sich ja so ein bisschen über die Forschung und über die Sicherheit informieren. Die finde ich dann eigentlich auch immer relativ passend, muss ich sagen. Also kann man auf jeden Fall einen Industriebereich machen. Dann hast du hier noch ein Expeditionszentrum, das gehört hier natürlich auch hin. Und ein Kraftwerk. Oh, du hast sogar mit Strom gearbeitet. Ich glaube, das ist der erste Park, wo mit Strom gearbeitet wurde, ne? Nicht schlecht. Da bin ich aber interessiert. Gespannt. Das Wort gerade nicht gefunden. Du hast auf jeden Fall alles hier schön eingezäunt, den Bereich. Das Einzige, was jetzt hier nicht in den Industriebereich passt, wirklich, ist die Einschienenbahn, muss ich sagen. Weil das ist ja eigentlich eine Besucherattraktion und ein Fortbewegungsmittel. Hättest du vielleicht irgendwie noch auszäunen sollen oder so, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, das ist alles Geschmackssache. Aber ich bin halt immer ein großer Fan, wenn man Industriebereich und Besucherbereich so ein bisschen trennt. Du kommst hier auf jeden Fall dann in den Park, hast hier direkt zwei Hotels. Irgendwie ist das komisch hier, dass man hier rechts abbiegt auf so einen Industrieweg. Ist doch hier so ein Industrieweg, oder? Weil der so eine andere Farbe hat. Und dann kommt hier ein Hoteleingang. Hätte das nicht mehr Sinn gemacht, hättest du den auch auf der Seite gemacht? Auch keine Ahnung, Leute. Jeder baut halt anders. Ich will jetzt hier gar nicht so viel kritisieren. Auf jeden Fall hast du hier schon mal schön zwei Hotels. Hotels bringen immer gut Besucher in den Park. Hat man denn hier eine schöne Sicht? Oh, man kann hier sogar Dinosaurier zu Gesicht bekommen. Die verstecken sich nur gerade. Man sieht da unten die Beine von irgendwas. Und ganz viele Ziegen. Also gar nicht so schlecht platziert hier die Sicht von dem Hotel. Was ist mit dem Hotel hier? Das ist auch eine gute. Oh, das hat auch eine schöne Sicht. Guck mal, da kriegen wir direkt Raptoren zu Gesicht. Das hast du richtig gut gemacht. Deswegen hast du das vermutlich auch so rum platziert. Jetzt verstehe ich. Ah, damit du hier eine schöne Sicht auf das Gehege hast. Das finde ich natürlich wieder sehr, sehr schön. Hier hast du einen schönen Turm mit auf das auf die Fläche hier gemacht. Hat auch eine super Sicht wahrscheinlich. Ah, jetzt sehen wir auch schon die ersten Dinos hier. Was haben wir denn da? Das sind Toros, oder? Toros und Ankis, glaube ich. Und hier rechts? Hier rechts kann ich nicht erkennen. Ja, hier ist das auch. Also ich finde, hier ist auch wieder die Form von dem Weg so ein bisschen random. Und ja, das geht auch noch. Ja, du musst immer gucken, dass das hier nicht zu hügelig wird. Ich achte ja immer auf richtig Kleinigkeiten. Ich zoome mir auch immer beim Bauen immer rein. Ah, das ist aber alles noch im grünen Bereich. Aber an sich ist es wohl. Ne, das geht eigentlich voll klar noch. Ist jetzt nicht zu steil. Aber überglätten hilft halt immer echt viel. Dieses Glätten-Tool ist super. Aber hier ist das alles noch ganz, ganz schön. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal die ersten Gehege an hier. Was haben wir denn hier? Hier haben wir, glaube ich, zwei Toros. Genau, zwei Toros und zwei Ankis. Die sehen wir auch gerade ganz gut. Tolle Dinosaurier für den Eingangsbereich. Hast du gut ausgesucht. Oh, die haben sogar Namen. Lickröte. Sehr schön. Haben wir da? Der heißt, der hat keinen Namen. Und Tizi. Zweimal Tizi in dem Gehege. Ach, wie schön. Du hast zwei Leute verewigt hier. Beziehungsweise zweimal die gleiche Person verewigt. Einmal den Anki und einmal den Toro hier. Super. Sind sehr gute Dinosaurier für den Eingangsbereich, wie gesagt. Dann können wir mal gucken, was du hier hast. Das habe ich nämlich gerade gar nicht erkannt. Das sind Dilos. Ach, cool. Du hast hier ein schönes Dilo-Gehege gemacht. Haben wir, glaube ich, jetzt so auch noch nicht gesehen. Dilos, sechs Stück. Ich hoffe, die haben keine Namen. Nicht, dass ich jetzt hier was überlese. Ja, die verstecken sich hier so ein bisschen. Die Besucher können die auf jeden Fall gut beobachten. Gehegegröße ist an sich auch fein. Aber ich glaube, obwohl, nee, eigentlich passt das. Hier vorne hättest du das, den Zaun natürlich noch ein bisschen sauberer machen können. Am Weg entlang. Ist hier so auch so ein bisschen random, ne? Wenn man das so sehen will. Und auch hier den Zaun. Ich bin ja immer ein großer Fan, wenn der Zaun dann wirklich im gleichmäßigen Abstand vom Weg ist. Das sieht einfach ein bisschen schnieker aus. Genau wie hier mit dem Zaun. Da kann man auch ein bisschen, ja, das ein bisschen nicht so eckig und sowas machen. Aber jeder baut halt anders, ne? Manche investieren mehr Zeit, manche weniger. Ist an sich auch nicht schlimm. Aber an sich, den Eingangsbereich finde ich ganz schick. Wenn man dann hier reinkommt, diese Idee mit den zwei Gehegen finde ich cool, dass man hier erstmal dieses eine Gehege hat, auch sehr passende Dinosaurier. Dann hier so ein Durchgang und dann kommt das nächste Gehege. Das finde ich sehr, sehr cool. Und dann hier hinten so abgerundet. Das ist nice. Man hätte sogar eventuell, wenn man gar nicht so viel hier mit Wald gearbeitet hätte, hätte man diesen Turm hier für beide Gehege nutzen können. Weil wenn da nicht so viel Wald gewesen wäre, hätte man sogar auf das andere Gehege durchschauen können. Das wäre cool gewesen. Aber so an sich ist es auch nicht schlecht. Ja. I like it.
Sind halt alles nur so Kleinigkeiten und Pingeligkeiten von mir, sage ich mal. Also jeder baut halt anders. Es ist halt auch nicht schlimm. Aber man kann halt alles noch so ein bisschen mehr überglätten und sowas. Du siehst ja, hier ist alles sehr schräg und hügelig. Ich hätte jetzt hier zum Beispiel mit dem Glätten-Tool noch ein bisschen mehr gearbeitet und sowas. Aber so ist das halt. Du hast hier einen sehr, sehr schönen Wasserbereich dann am Weg entlang gebaut. Sowas finde ich auch immer sehr, sehr schön, wenn man sowas macht. Der hat auch eine sehr gute Form, der Wasserbereich. Sieht schön natürlich aus, dann schön auch die Bäume da drin platziert. I like it. Und auch die Wegform hier, die ist super geworden. Also das, wenn man das mal von oben so guckt, hier so schön abgerundet. Das ist alles wie in einem so einem Guss. Ich weiß gar nicht, ob meine Cam im Weg ist. Nee, es geht eigentlich. Also hier, das ist der Bereich, ist dir super gelungen vom Weg. Das sieht richtig, richtig schick aus. Auch mit dem Gewässer hier. Und wir haben ja auch direkt das nächste Gehege sogar, sehe ich gerade. Ja, auch hier hast du mit Höhenunterschieden gut gearbeitet, damit das Ganze so ein bisschen nicht so unnatürlich aussieht. Finde ich eigentlich ganz cool hier, das mit der Erhöhung. Und dann hast du auch große Dinosaurier gewählt, was ich auch sehr, sehr gut finde, weil einfach der Zaun sehr, sehr weit weg ist vom Weg. Und die großen Dinosaurier kann man sehr gut erkennen da vorne. Ist auch ein relativ großes Gehege. Was haben wir denn hier? Brachiosaurus, Brachiosaurus, Brachiosaurus. 4 Brachiosauren und 4 Paras, wenn mich nicht alles täuscht. Aber alle keinen Namen, leider. Ja. Auch ein tolles Gehege. Warum nicht? Auch hier ein schöner, großer Wasserbereich. Hier hast du das Ganze so drumherum gezäunt. Ja, finde ich auch gut. Und der Bereich gefällt mir halt, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut. Dann haben wir hier auch schon einen schönen Wald. Oh, hier hinten geht es auch noch ab. Ich sollte vielleicht gleich mal gucken, wo ich lang gehe. Das wird hier gar nicht mal so einfach. Wir haben hier, wie gesagt, einen schönen Wald. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ein Stück wieder zurück, damit wir hier nicht so viel verpassen. Genau, hier vorne hat man nämlich noch eine Alternative und kann hier bei den ersten Geschäften und Besucherläden vorbeigehen. Ich finde das echt interessant, dass du mal mit Strom gearbeitet hast, weil mit Strom, das macht das Bauen viel, viel schwieriger, also das schöne Bauen, weil du einfach echt viel Platz verlierst und sowas. Ist aber auch eine Herausforderung, ne? Wenn man das vernünftig mit Strom hinbekommt, ist das natürlich auch nicht schlecht. Allerdings musst du dann halt auch aufpassen, ne? Also hier zum Beispiel hättest du dir auch Mast sparen können, den hättest du sicherlich auch hier ein bisschen mehr verstecken können und sowas. Aber ist auch alles halb so wild. Hier hättest du vielleicht sogar den Weg noch so ein bisschen verbinden können, damit hier dieser Schrägeingang so ein bisschen besser begehbar ist. Aber sind alles Kleinigkeiten und Feinheiten. Ansonsten hast du hier so ein paar Geschäfte untergebracht. Schutzraum, den mache ich auch sehr, sehr selten in meinen Parks. Einfach, weil der in meinen Sandbox-Parks nicht so wichtig ist. Aber wenn man wirklich spielt in dem Park, ist er natürlich enorm wichtig. Und dann sind hier noch ein paar andere Geschäfte. Und dann kommen wir schon zum nächsten... Oh, das sieht schön aus. Dann kommen wir zum nächsten Gehege. Das ist eine sehr coole Idee. Also hier bei dem Gehege. Er hat hier einen Weg reingebaut in das Gehege. Und dann fast in der Mitte des Geheges eine Beobachtungsgalerie gemacht. Die Idee finde ich richtig, richtig cool. Also das ist echt nice. Das Gehege ist auch sehr, sehr groß. Und was haben wir hier drin? Chunkingosaurus, Chunkingosaurus, Chunkingosaurus. Und 4 Hyangosaurus. Du hättest hier, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr reinpacken können. Das Gehege ist relativ groß. Aber die Idee finde ich cool. Ich glaube, die werde ich mir mal abschauen. Kann man natürlich alles hier so ein bisschen sauberer machen. Wieder mit dem Zaun und sowas drumherum. Aber du scheinst da nicht ganz so viel Wert drauf zu legen. Aber die Idee finde ich echt cool, dass man hier so reingehen kann. Dann können die Dinosaurier auch hier vorne, wenn man da reingeht, am Zaun stehen. Und hier drin hast du dann vermutlich eine sehr, sehr gute Sicht. Seht ihr? Weil man einfach genau in der Mitte des Geheges ist, hat man eine ultra gute Sicht. Vielleicht hättest du noch den ein oder anderen Baum mehr dazu packen sollen hier. Zumindest mal so vereinzelt. Hier so ein Baum, hier so ein Baum. Oder vielleicht ein bisschen Büsche oder so. Das sieht ein bisschen, ja, ein bisschen kahl aus, oder? Also wenn man mal so guckt, sieht so ein bisschen unnatürlich aus. Also hättest du vielleicht noch so ein bisschen Baum- und Buschvariation mit reinbringen sollen. Hier vorne hast du auch noch eine Galerie. Da gucken wir auch nochmal rein. Man hat eine super Sicht auf die, welche sind das? Hyangos? Ich glaube Hyangos. Oh, der eine ist da gerade am rum. Wölken. Okay, Namen hatten die, glaube ich, auch nicht, ne? Nee. Okay, die Idee finde ich aber cool, die werde ich mir abschauen. Dann bist du hoffentlich nicht böse. Und dann, jetzt ist die Frage, gehen wir in diese Richtung weiter oder in diese? Frag mich halt. Aber wir gehen erstmal in diese Richtung weiter, Leute. Hier vorne haben wir ja schon gesehen, Brachiosaurus. Hier ein sehr schöner Bereich, schön mit den Wegen gearbeitet. Und dann gehen wir erstmal hier hinten lang. Hier hat man dann halt wieder die Einschienenbahn, da waren wir auch schon. Und dann kommt man wieder hier in einen Industriebereich. Hier hast du wieder mit diesen hellgrauen Wegen gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ist das da hinten noch Gehege?
Ach, hier hinten hast du sogar das Gehege lang geführt, sogar mit Futterspendern und alles. Boah, das finde ich cool, das habe ich gar nicht gesehen. Da haben die Dinosaurier wirklich so einen guten Rückzugsort. Und hier vorne hast du einen großen Wasserbereich gemacht, damit die Dinosaurier immer schön auch dahin kommen zum Trinken, dass die Besucher sie sehen können. Das ist auch eine gute Idee. Hier hast du nochmal ordentlich Strom untergebracht, wie man sieht. Also es ist halt echt nicht einfach mit Strom zu arbeiten. Aber ich kann dir als Tipp geben, mach das. Ah, du hast gesagt, du hast nicht alles freigeschaltet, ne? Gut, das macht es natürlich noch viel, viel schwieriger. Deswegen hast du vermutlich so viele kleine Kraftwerke, weil die großen Kraftwerke sind natürlich viel, viel besser. Hast du aber vermutlich noch nicht freigeschaltet. Und auf diesen Bereich hast du, glaube ich, auch nicht so viel Acht gegeben. Der ist sehr uneben und hügelig und mit den Wegen. Also den bewerte ich jetzt mal einfach nicht. Das ist ja alles irgendwie random hingeklatscht. Ist halt einfach nur so ein Stromversorgungsbereich. Wobei der von oben schon ziemlich witzig aussieht, muss man sagen. So dieses Stromnetz. Aber egal, den lassen wir mal außen vor. Und dann gehen wir weiter hier. Hier vorne ist man dann und kommt hier so ein bisschen hoch. Hier kann man natürlich auch noch das mit den Wegen so ein bisschen besser überglätten. Hier geht es auf jeden Fall dann schön nach oben. Und ist auch nicht zu steil, ne? Nee. Der Weg hier ist auch nicht zu steil, der da nach oben geht. Das passt soweit auch. Hier hat man dann nochmal den ein oder anderen Besucherbereich. Ja. Kann man so machen. Haben wir einen Souvenirladen, ein Fastfood-Restaurant, ein Spielwarenladen und einen Kleiderladen und wieder einen Schutzraum. Also du scheinst den Park auch wirklich richtig zu spielen, so wie du es mit der Schutzraumabdeckung und so gemacht hast. Das finde ich gut. Hier ist natürlich auch wieder, kommt in unser Hotel und dann nochmal so, so eine Welle drin. Also da kann man halt einfach, schnapp dir das Glätten-Tool, also damit arbeite ich immer super viel, dieses Tool hier. Und damit kannst du einfach solche Stellen super einfach und super schnell schöner machen, wie du siehst. Aber viele gehen auch gar nicht so in diese Down-Perspektive, in die ich immer gehe, weil man sieht es ja eigentlich nur von oben und da ist es halt alles halb so wild. Aber ich bin halt sehr pingelig. Ja, hier ist auf jeden Fall nochmal ein Hotel und von dem wird man wahrscheinlich auch. Ja, seht mal. Also mit der Hotelsicht, das hast du wirklich drauf. Den Vulkan sieht man. Man sieht das Hyangosaurus-Gehege da unten. Und das andere Gehege daneben auch noch. Aber ich weiß noch gar nicht, was da drin ist. Das werden wir gleich herausfinden, hoffentlich. Also das hast du wirklich super gemacht mit den Hotelansichten. Und dann gehen wir hier den Weg zurück. Gehen hier hin. Hier haben wir gerade schon durchgeschaut. Das war ja die andere Beobachtungsgalerie für die Hyangos. Dann geht's hier. Ja, einmal schräg. Das ist natürlich auch immer sehr. Also sieht zwar cool aus, so eine Schräge, aber das ist natürlich sehr unvorteilhaft für die Gäste. Also darauf zu laufen ist, glaube ich, sehr, sehr anstrengend, wenn man das so macht. Wie gesagt, immer schön mit dem Glättentool arbeiten und so in diese Sicht gehen, wie ich jetzt bin. Dann sieht man das mal sehr, sehr gut. Dann kommen wir hier zu einem Turm und dann gehen wir schon zum nächsten Gehege. Und ich habe schon, mir ist schon eine Besonderheit wieder aufgefallen bei dem Gehege. Wir haben hier nämlich so einen kleinen Durchgang. Seht ihr das? Da links. Da sind auch schon. Ich weiß nicht, welche Dinosaurier das sind, wenn ich ehrlich bin. Das werden wir gleich rausfinden. Irgendeiner von den Teletubbiesauriern auf jeden Fall. Hier hast du auch wieder Wasser gemacht. Hättest du vielleicht noch so ein paar Bäume, Büsche wieder, dass es natürlicher aussieht. Ist alles so ein bisschen kahl, wenn man kaum Büsche macht. Also ich will jetzt eigentlich gar nicht viel in deinem Park verändern, aber ich will es nur zeigen. Wenn du hier so ein bisschen Variation reinbringst, dass es natürlicher aussieht. Ist natürlich immer nice. Jetzt habe ich hier in seinem Park rumgepusht. Das mache ich mal wieder weg. Na, jeder mag es halt anders. Ist halt nur ein kleiner Tipp von mir so. Also nicht böse nehmen. Genau, Zintarosaurus sind das. Die baue ich auch super selten. Sind aber echt schön, muss ich sagen. Die haben schöne Skins. Zintaro haben leider keine Namen. Oh, hier ist es auch sehr, sehr hügelig. Keiner hat einen Namen, wie gemein. Hier oben nochmal so ein schöner Trinkenbereich. Und zu dem Bereich da oben kommen wir gleich noch. Das war ja sogar der Startbereich, den du mir am Anfang präsentiert hast. Ich glaube, das Gehege ist relativ groß von denen. Sind hier nicht noch mehr Dinosaurier? Doch, da hinten. Wollte schon sagen. Na, guck mal, das geht hier gut den Platz ausgenutzt hier. Ist so gut verborgen immer so mit dem Wald. Man sieht gar nicht genau, wo die Gehege lang gehen. Das hast du echt schön gemacht mit dem Wald immer. Das war, ist mir auch von, schon da vorne aufgefallen. Die Idee mit dem Durchgang ist an sich gar nicht schlecht, weil du dadurch die Dinosaurier so ein bisschen in Bereiche einteilen kannst, aber auch nicht wirklich fest. Also sie können noch rübergehen. Aber in der Regel, wenn sie hier Essen und Trinken haben, bleiben sie auch hier. Also die Idee finde ich sehr, sehr gut. Wir schauen mal eben. Das ist, glaube ich, das große Pflanzenfressergehege hier. Oh ja, seht ihr das? Eieiei, da kommen noch ganz viele Dinosaurier. Da gehen wir mal eben drunter. Genau. Oh Gott, was haben wir denn hier alles? Holy moly. Das scheint mir wirklich hier so ein. Ich weiß leider nicht, wie die
Art so heißt von den Dinosauriern. Aber auf jeden Fall ganz viele Edmontos und Mayas und sowas. Ich hoffe, die haben keine Namen. Ich will jetzt eigentlich nicht alle abchecken. Ich mache mal so stichprobenartig. Nee, das sieht nicht so aus. Du scheinst hier aber auf jeden Fall sehr, sehr viele von denen gemacht zu haben. Die haben vermutlich auch in großen Herden gelebt. Und die halten sich alle in diesem Bereich auf, ne? Ich meine, die könnten sich ja eigentlich viel mehr verteilen hier. Aber das sieht, glaube ich, gerade auch nur so viel aus, weil die alle hier sind. Hier könnten noch ein paar sein, hier könnten noch ein paar sein. Dann würde das gar nicht wie so ein riesiger Haufen aussehen. Ich weiß jetzt auch nicht die Anzahl an Dinosauriern, aber das sind sehr, sehr viele Edmontos. Sehr, sehr viele... Oh, was ist denn hier los? Oh, oh, Geborgenheit. Nicht, dass wir gleich ausbrechen. Eieiei, überfüllt. Du hast da nicht drauf geachtet, auf die Lebensbedingungen. Also entweder musst du die ausstellen im Sandbox-Modus oder halt ein bisschen auf den Bestand achten. Du siehst ja, hier ist alles ein bisschen überfüllt. Sozial ist alles fein bei denen. Wie ist es bei denen? Die Edmontos können das noch, aber die Mayas sind nicht glücklich. Was haben wir hier noch? Auch ein Korito. Ah, du hast hier wirklich viele von diesen gemacht. Du scheinst sie sehr zu lieben. Aber das sind nur diese, ne? Korito, Maya und Centauro. Ja, so wie es aussieht schon. Davon sehr, sehr viele. Ich hoffe, die büchsen mir gleich nicht aus hier, die Mayas. Hier hast du auch wieder einen schönen Wasserbereich gemacht. Und dann können wir eigentlich schon mal wieder... Wir gehen mal das ganze Stück hier zurück. Hier zurück. Und dann gehen wir den letzten Weg lang, den wir noch nicht lang gegangen sind. Da kommen wir hier lang. Und hier ist wieder Glättentool angesagt. Also siehst ja, sehr, sehr hügelig und sehr, sehr bergig. Eieiei, okay. Hier ist Extrembeispiel. Also wenn du als hier als Besucher langläufst, da kriegst du ja zu viel auf den Berg rauf und so. Ich weiß, es ist immer sehr, sehr schwer, wenn das Spiel die Dinger platziert. Und wenn man von oben guckt, fällt das auch gar nicht so auf. Aber wenn man so reinzoomt, dann sieht man das schon sehr stark. Und auch hier solche Fitzel und sowas. Das kann man alles mit ein bisschen... Dings wegbekommen, diese Fitzel. Ist halt teilweise immer ein bisschen Fummelarbeit. Ich kenne das. Das kommt einfach manchmal auch so Ecken und Kanten. Da kann man sich dann einfach die Zeit nehmen, das wegmachen. Muss man aber nicht. Man muss ja nicht so kleinlich sein. Ansonsten hast du hier nochmal ein paar Geschäfte. Waren wir hier gerade schon? Bin gerade verwirrt, ob wir hier schon waren. Nee, ich glaube, wir waren nur hier, ne? Ansonsten hast du, genau, hier ein paar Geschäfte untergebracht, einen Schutzraum. Hier ist noch ein Gehege. Was haben wir denn hier? Oh, ach, die Raptoren, die haben wir ja schon vom Hotel gesehen. Genau, haben die einen Namen. Oh ja, Blue, Echo, Delta und Charlie. Schauen wir mal, ob die andere Skins haben. Blue, Delta, Charlie und Echo. Ja, die haben tatsächlich andere Skins. Finde ich cool, dass du die mit reingebracht hast in deinen Park. Auch ein schickes Gehege, ja, von der Größe mehr als ausreichend für vier Raptoren. Das hättest du sogar ein bisschen kleiner machen können. Aber lieber zu viel Platz als zu wenig. Auch hier wieder ein schönen Wasserbereich. Vielleicht ein bisschen zu viele Büsche. Für meinen Geschmack. Wobei Raptoren das ja sehr, sehr gerne so mögen. Man kennt ja das hohe Gras aus den Filmen. Dann geht's hier weiter. Was haben wir hier? Oh, nochmal zwei Hotels. Du hast echt viele Hotels gemacht, ne? Eins, zwei, drei, vier. Fünf Hotels. Nicht schlecht. Ich wäre froh, wenn ich mal so viele in meinem Park unterbringen könnte. Aber mir fehlt dazu immer der Platz, wenn ich ehrlich bin. Hier ist auch wieder sehr, sehr hügelig alles. Aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Du hast immer schön auf die Hotelsicht geachtet. Das ist super. Hier sieht man auch wieder schön vom Hotel aus. Wenn man Gast in deinem Park ist, hat man es echt gut. Kann man oben aufs Hoteldach gehen und die Dinos beobachten. Das hast du super umgesetzt. Hier genauso von der Sicht her. Na, da hinten kann man sogar durch die Äste noch ein Dino erkennen. Vielleicht hier. Oh, da links auch. Ja. Seht ihr, das ist echt gut geworden. Dann haben wir hier vorne, haben wir nochmal hier einen Turm. Aber sehen wir gerade nichts. Ja, was ist denn das hier für ein Gehege? Habe ich da schon reingeguckt? Scheint aber Pflanzenfresser zu sein. Das ist auf jeden Fall nur ein dünner Zaun. Nee, oh mein Gott. Eieiei. Okay, das ist ein Stromzaun, aber ein kleiner, glaube ich. Und das für einen T-Rex? Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu gefährlich ist. Also guck mal, der Zaun ist ja kleiner als der Rexy. Aber ein schöner Skin, mag ich. Schöner, so grau, hell. Und er heißt, er hat einen Namen bekommen. Dandyman, ich bin verewigt in deinem Park, juhu. Als Rexy. Aber der Zaun ist natürlich vielleicht ein bisschen unsicher so. Finde ich zumindest. Für einen Rexy empfehle ich natürlich... Ah, du hast hier nicht alles freigeschaltet, okay. Und du wolltest wahrscheinlich einen Stromzaun nehmen, deswegen hast du den kleinen genommen. Okay,
Ich merke schon, du warst beim Bauen sehr, sehr eingeschränkt, dadurch, dass du nicht alles freigeschaltet hast. Dann will ich das ja auch mal nicht so streng sehen. Aber wenn du einen besseren Zaun freigeschaltet hast, wirst du das sicherlich noch ändern, gehe ich mal von aus. Und dann haben wir hier hinten noch das Ausbrütgehege. Dort befindet sich an sich auch nichts. Aber du hast das sogar so gemacht wie bei mir beim Wildlife Park, dass man hier einfach an den Parkrand geht. Finde ich gut. Dadurch nutzt man die Fläche natürlich ideal. Aber es kann gerne mal passieren, dass ihr trotzdem einen Dino ausbüchst. Kenne ich zumindest. Passiert öfter mal. Kommt auf den Dino und sowas an. Ist also nicht die allersicherste Variante, sieht aber schön aus. Und man nutzt natürlich den Platz ideal. Hier hinten die Ecke bietet sich ja auch für so ein Gehege oder Industriedings an. Du hast hier auch den Dinos echt viel Platz gegeben für so ein Ausbrütgehege. Nicht schlecht. Meine Ausbrütgehege sehen immer super klein aus. Hier nochmal ein schöner Wasserbereich. Und dann haben wir hinten noch einen Bereich. Aber wir schauen jetzt erstmal einmal die Strecke hier an. Die finde ich auch sehr, sehr cool von der Form. So schön geschwungen. Geht einmal quer am Rande des Parks entlang. Hast du gut gemacht. Ja, die geht einmal super hier komplett durch den Park. Also mit dieser Einschienenbahn, die werden wir jetzt auch nicht fahren, weil das ein bisschen länger dauert. Mit der könnte man aber, denke ich mal, fast jeden Dino zu Gesicht bekommen. Eine Gyrosphäre hast du leider nicht. Die hast du vermutlich auch noch nicht freigeschaltet, gehe ich mal von aus. Und dann gehen wir mal zum letzten Bereich, glaube ich schon, ne? Ich glaube, wir haben fast alles gesehen. T-Rex, Velos, die beiden Gehege haben wir gesehen. Das haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Das haben wir gesehen. Wir müssen nur noch nach da oben. Und nach da oben kommt man, glaube ich, nicht mit einem Weg, ne? Ne, da kommt man nur mit der Einschienenbahn hin. Genau, dann fährt man hier lang. Und hier oben steigt man wieder aus. Und dann hast du hier auch schön mit Wegen gearbeitet. Mit den grauen Wegen. Und so ein bisschen die Geschäfte da untergebracht. So ein paar kleine Ecken und Kanten, das kann man immer bemängeln. Hier ist aber ein schöner Wasserbereich noch mit reingebaut als Deko-Element. Finde ich super, mache ich ja auch sehr, sehr gerne. Nimmt allerdings sehr, sehr viel Platz weg. Hier vorne auch so einen schönen Wasserbereich. Finde ich nice. Dann hast du hier noch einige Beobachtungssachen. Hier ist nochmal ein Turm. Ich weiß jetzt nicht, ob der so ideal ist von. Oh doch, okay. Das mit der Sicht hast du wirklich gut drauf. Das sah mir erst so aus, als wenn man hier nichts sehen kann, aber die Aussicht ist mega gut. Schaut mal. Man hat eine richtig, richtig schöne Aussicht über den Park. Da hinten der Vulkan. Dann noch die anderen Geschäfte und sowas. Das sieht doch super aus. Hier haben wir auch nochmal einen Turm. Der wird wahrscheinlich auch eine ähnlich gute Aussicht haben. Oh, sogar noch besser. Schaut mal. Ist das nicht schön? Ach super, herrlich. Hier ist auch noch zwei Beobachtungsgalerien gemacht. Die sind, wenn man die hinter Zäunen baut, meistens sehr unpraktisch. Das kommt einfach, weil die Sicht sehr, sehr niedrig ist. Und dann hast du halt den Zaun im Weg. Die kann man am besten wirklich in den Zaun reinmachen, damit du eine bessere Sicht hast. Aber ist jetzt an sich hier gar nicht so schlecht platziert, weil der Zaun einfach ein bisschen niedriger ist als die Galerie. Also das geht sogar noch. Dann hast du hier noch ein paar Läden. Und ich glaube, das war's jetzt schon von dem Park, ne? Ich glaube, wir haben alles gesehen, Leute. Das war der Park von Hot Ich 2009, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Ich fand ihn gut. Man kann natürlich kleinlich immer auf viele Sachen und so achten. Ist aber auch jetzt nicht so schlimm, wenn man nicht alles so mega genau nah am Zaun baut, alles richtig überglättet und ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich bin halt sehr, sehr pingelig da. Ihr müsst natürlich nicht so pingelig sein. Ihr könnt mir jeden Park einschicken. Jeder baut anders. Ich finde es toll, eure Parks zu erkunden. Es macht mir wirklich viel Spaß. Das Ganze könnt ihr mir per E-Mail einschicken. Die E-Mail ist unten in der Videobeschreibung. Oder hochladen und per Discord den Link. Der Discord ist auch in der Videobeschreibung. Ich freue mich über jede Einsendung, über jeden Park, den ich bewerten darf. Das Ganze macht mir nämlich mega viel Spaß. Und falls euch das Ganze auch gefällt, würde ich mich selber ein Like freuen. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Schauen. Macht's gut. Haut rein. Euer Dandy.